Hallo, liebe Kinder. Hallo. Ich bin wieder da. Und ich habe euch was mitgebracht. Hey, Drago, jetzt mach mal ein bisschen langsam. Du bist aber ganz schön eifrig heute. Ja, weil ich mich so freue, euch zu sehen. Okay, ich freue mich auch auf die Kinder. Hallo, schön euch zu sehen, mein lieber Jolly. Du bist aber ganz schön wild heute. Ja, wild. Drago ist heute richtig gut drauf. Bei dem Wetter, vielleicht ist er schon ein bisschen zu lange drin und hat sich nicht genug ausgetobt. Stimmt, genau. Toben. Aber Drago, jetzt wollen wir ja nicht toben, jetzt wollen wir doch lesen. Ja, das stimmt. Wir wollen lesen. Das macht mich nämlich auch ganz ruhig und gemütlich, wenn Frau Tipp mir was vorliest. Ja, meine Kinder mögen das auch sehr gerne. Ich habe das Buch ausgesucht. Ja, das stimmt. Drago hat mir gesagt, was wir heute lesen. Kennt ihr das? Wartet mal. Kennt ihr das? Bestimmt. Das ist die kleine Raupe. Hihihi, die isst so gern so viel. Vor allem Süßkram, leckere Schokolade und Törtchen. Hihi, die ist lustig, die kleine Raupe. Die mag ich. Ja, das stimmt. Ich mag die kleine Raupe auch total gern. Das ist ein tolles Buch. Und es macht immer wieder Spaß, das zu lernen. Und man kann so viel dabei lernen. Ich weiß, man kann die Wochentage lernen. Stimmt. Kannst du die denn eigentlich, Drago? Wochentage? Ja. Weiß ich. Montag? Ja, richtig. Und was kommt nach dem Montag? Ach, Frau Tipp, können wir nicht erstmal lesen? Gute Idee, weil vielleicht wisst ihr es dann hinterher. Vielleicht fällt es dir dann wieder ein, Drago. Dann gucken wir einfach mal rein ins Buch. Ich nehme dich wieder in den Arm, okay? Ja. Gut, also dann komm mal her, du Süßer. Kuschel. Ja, lesen ist ja auch kuscheln. Ganz gemütlich alle zusammen. Geht's so mit deinem Ärmchen? Ja. Okay, dann schauen wir uns das Buch an. Die kleine Raupe Nimmersatt. Nachts im Mondschein. Da ist der Mond. Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt, da auf dem großen grünen Blatt, lag ein kleines Ei. Ein kleines Ei. Und als an einem Sonntag die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem kleinen Ei knack, eine kleine, hungrige Raupe. Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. Jetzt kommt das. Jetzt isst sie gleich wieder so viel, Drago. Ja. Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel. Aber satt war sie noch nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen. Eins, zwei. Aber satt war sie noch immer nicht. Am Mittwoch fraß sie sich durch drei Pflaumen. Eins, zwei, drei Pflaumen. Aber satt war sie immer noch nicht. Am Donnerstag fraß sich die kleine Raupe durch vier Erdbeeren. Eins,
zwei, drei, vier. Aber satt war sie noch immer nicht. Am Freitag fraß sie sich durch 5 Apfelsinen. Eins, zwei, drei, vier, 5. Aber satt war sie noch immer nicht. Am Samstag fraß sie sich durch 1 Stück Schokoladenkuchen, 1 Eiswaffel, 1 saure Gurke, 1 Stück Käse, 1 Wurst, 1 Lolli, 1 Stück Früchtebrot, 1 Würstchen, 1 Törtchen und 1 Stück Melone. An diesem Abend hatte sie ein bisschen Bauchweh. Arme kleine Raupe. Oh. Der nächste Tag war wieder ein Sonntag. Die Raupe fraß sich durch ein großes grünes Blatt. Und es ging ihr nun viel besser. Sie war nicht mehr hungrig, nein, sie war richtig satt. Und sie war auch nicht mehr klein, nein, sie war groß und dick geworden. Sie baute sich ein enges Haus, das man Kokon nennt, und blieb darin 2 Wochen lang. Dann knabberte sie ein Loch in den Kokon, zwängte sich nach draußen und war ein wunderschöner Schmetterling. Ja, das ist die Geschichte von der kleinen Raupe Nimmersatt. Drago. Und wie war's? Ich erinnere mich jetzt wieder an die Wochentage. Echt? Das ging aber schnell. Ist ja ganz einfach. Du hast es ja vorgelesen. Ja, stimmt. An jedem Tag isst die Raupe irgendwas. Ja, ich weiß noch. Also es geht los mit Montag. Ja, stimmt. Was isst sie am Montag? 1 Apfel. Gut aufgepasst, Frau Tipp. Ja, ich versuche mich gerade dran zu erinnern. Komm, wir machen weiter. Nach Montag kommt Dienstag. Stimmt genau. Montag, Dienstag. Und was hat sie am Dienstag gegessen, Drago? 2 Erdbeeren. Oh, gut aufgepasst. Ja, 1, 2 Erdbeeren. Ganz genau. Sehr gut aufgepasst, Drago. Ja, das mache ich immer so, wenn mir jemand was vorliest. Fein. Okay, wir hatten jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch. Montag, Dienstag, Mittwoch. Super. Weißt du noch, was sie gegessen hat am Mittwoch? Ja. Was denn? 3 Pflaumen. Oh, echt? Ich muss ja fast mal nachgucken. Ich guck mal nach. Wir haben was falsch gemacht. Echt? Ja. Aber das macht nichts. Das waren keine Pflaumen. Nein, es stimmt. Es sind Pflaumen. Juhu! Pflaumen! Also, 3 Pflaumen, sagst du, waren es. Ja. Okay. Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag. Donnerstag? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Und was gab's da? Ich glaub, da gab's Birnen. Kann sein. Wir können ja dann nochmal nachgucken. Okay. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Und jetzt kommt Samstag? Nein, Frau Tipp. Freitag. Freitag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag? So richtig? Ja, das weiß doch jedes Kind.
Gut, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann kommt das Wochenende. Wochenende? Und wie heißen die Tage vom Wochenende, Drago? Das ist der Samstag und der Sonntag. Okay, also Dienstag, Donnerstag, Samstag? Nein, ganz falsch, Frau Tipp. Ich sag's jetzt mal, wie es gehört. Macht mit, ich weiß, dass ihr das könnt. Ihr seid ja schon groß. Die Frau Tipp, die bringt immer alles durcheinander. Also zusammen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und Samstag und Sonntag nennt man Wochenende. Haha, jetzt wisst ihr's. Und Frau Tipp auch, oder? Puh, also ich probier's jetzt auch mal. Ja, mach mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja. Und dann kommt das Wochenende mit Samstag? Ja. Und Sonntag? Wow, ich hab's geschafft. Cool. Und die kleine Raupe hat uns dabei geholfen. Ja. Und weißt du was? Man konnte auch ganz toll bis 5 zählen. Weil die isst nämlich an jedem Tag eine Sache mehr. Oh ja, stimmt. Erst am Montag isst sie eine Sache, am Dienstag 2, am Mittwoch 3, Donnerstag 4, am Freitag 5. Genau. Eine Woche hat mit dem Wochenende zusammen dann 7 Tage. Super. Toll. Danke, Drago. Ja, war mir ein Vergnügen. Wollen wir jetzt noch mal gucken, welches Obst die essen? Ja. Okay, dann schlagen wir das noch mal hier auf. Da sieht man es ja. Ah, schau, wir waren ziemlich gut. Apfel, Birne, Pflaume, Erdbeere und Apfelsine. Ah, Apfelsine. Guck, die haben wir ganz vergessen. Ja, stimmt, genau. Apfel, Birne, Pflaume, Erdbeere, Apfelsine. Ich mag Obst. Ja, ich auch. Ihr bestimmt auch. Leckeres, süßes Obst. Wie die kleine Raupe Nimmersatt. Gut, Drago. Dann reicht's jetzt erstmal, oder? Ja, ich bin jetzt müde. Und ich will raus. Raus toben. Oh ja, gute Idee. Rausgehen, toben. Für frische Luft und Bewegung. Das macht ihr jetzt am besten auch. Okay, los geht's. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Mal gucken, was wir dann zusammen machen. Ich lass mich überraschen von dir, Drago. Bis bald. Bis bald, liebe Kinder. Tschüss.